So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario 64 DS. Ihr fragt euch sicherlich, Manuel, was machen wir bitte schön hier? Ja, Leute, um genau zu sein, haben wir beim Backtracking einen Stern vergessen in der Piratenbucht Panik und den wollen wir natürlich noch holen. Ja, ich weiß, glaube ich, auch, wo er ist. Es sei denn, ich bin jetzt komplett dumm und habe komplett alles vergessen. Aber ich, aua, ich dürfte es noch wissen. Gehst du mal da runter, eventuell? Und wow, das wird, glaube ich, knapp. Aber ja, okay, ich überlebe. Das freut mich doch. Wenn ich überlebe, ne, ist klar. Wow. Aua. Lol. Habe ich ja gar nicht gesehen. Wow. Sag mal, was werde ich denn hier dauernd so blöd getroffen? Ja, wo waren denn der Schalter? Ja, Leute, denn hier befindet sich nochmal so eine Glaskugel. Ich muss jetzt gucken. Wo waren das Item und der Schalter? Der Schalter ist hier. Und die Itembox? Wo ist denn die Itembox? Ach, da hinten. Okay, das heißt, hier so außen lang, stimmt. So, warte mal. Okay. Und jetzt ganz schnell hier über den Schalter und durch das Gitter durch. Dürfte kein Problem sein, denke ich. Es sei denn, ich stelle mich komplett dumm an wie ein abgelaufener Joghurt. Nö, kein Problem. Also bis gleich, Leute. Ja, Leute. Und jetzt geht es weiter mit Atlantis Aquaria. Die Welt, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ja, wir müssen erstmal wieder diesen Schalter betätigen. Keine Ahnung, was für einen Namen die haben. Ja. Und dann müssen wir. Ne, halt. Hier ist ja gar kein Block, wie im Original. Ja, dann müssen wir ganz nach oben klettern. Und ne, ja gut, nicht ganz nach oben, aber recht weit hochklettern. So. Und dann 1, 2, 3. So. Dann hier den Schalter betätigen. Die Blöcke hoch. Ja, ja gut, daneben springen kann man auch machen, ne? Sag mal, bist du komplett behindert, Luigi? Ich warte jetzt. So, okay. Und jetzt geht da hoch. Sei ein braver Luigi. So, guck mal. So, ist doch ganz einfach. So, und dann. So, mal schauen, ob ich das jetzt schaffe im ersten. Ja. Ja, moin. Ich spring dran vorbei. So, hoffentlich trete ich jetzt nicht daneben. Nö, alles gut. So, jetzt hier durch. Und so, hier drauf. Alles kein Problem. Es war gerade meine eigene Dummheit, ich gebe es zu. Das war ausnahmsweise nicht die Schuld vom Spiel gerade eben, wo ich daneben gesprungen bin, sondern meine Schuld. Ja, passt schon. Fehler passieren jedem, sogar mir. Man könnte es nicht meinen, ne? Angebermodus mal wieder, ne? So. Jetzt versuche ich mal ganz oben reinzugehen. Hat es geklappt? Ja, hat geklappt. Okay, weil wir müssen jetzt wieder in die versunkene Stadt Atlantis. Ja. Übrigens, Leute, wenn ihr den Part aktiv verfolgt, dürft ihr gerne Hashtag vergessen in die Kommentare schreiben, da wir ja den einen Stern beim Backtracking vergessen haben. Ist natürlich keine Pflicht, sondern völlig freiwillig, aber ja. Nur mal so, um es gesagt zu haben. So, jetzt müssen wir wieder den Schalter hier unten betätigen, dass kein Wasser mehr hier ist. Luigi, wenn du. Sag mal. Ist der komplett besoffen? Sekunde, ich hole erstmal Luft, nicht, dass ich hier noch ertrinke.
Ich glaub's ja gar nicht. So, und Luigi, jetzt schwimm in den Schalter rein, ja, und nicht dran vorbei. Sei kein dummer Luigi. Hat's jetzt geklappt? Ja, hat es. Okay, gut. Ich dachte schon. Ich dachte schon, wow. Schon. Ja. Jetzt müssen wir schauen, halt mal. Lasst mich kurz mal überlegen. Okay, ich weiß, glaube ich, noch, wie der Stern ging. So. Jetzt hier können wir durch diese Wände. Ah, Luigi, nicht ausrutschen. Und jetzt hier durch. Genau. Dann hier ein Rückwärtssalto nach da oben. Und hier auch ein Rückwärtssalto. Und wir haben schon den Stern. Nice. Das gefällt mir doch. Jetzt fehlt noch ein einziger Stern. Und zwar, ich glaube, der 5 Silbersterne Stern. Wie gesagt, 100 Münzensterne machen wir ja nicht, weil die ein bisschen langweilig sind. Nasse Silbersterne, genau. Ja. Okay, Wasser ist jetzt auch gar keins da. Das ist doch geschickt. Jetzt muss ich gucken, wo waren denn die Silbersterne? So, hier war einer. Genau. Hallo? Könnte ich dich haben, bitte? Ich mag dich, Silberstern. Ich mag dich. Leute, so kriegt ihr die Silbersterne. Ihr müsst sagen, dass ihr sie mögt. Was laber ich wieder für eine Scheiße? Ich weiß es nicht. Ja. So. Schauen wir mal. Hier mache ich jetzt wieder einen Dreiersprung. Eins, zwei, drei. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo die Silbersterne waren. Deshalb, okay, da drüben. Da drüben ist einer. So. Passt. Und dann komme ich da mit einem Rückwärtssalto hoch. So, lass mich mal ausprobieren. Ah, nö. Okay. Aber einen Versuch war es wert, ne? Probieren geht über Studieren. Oder wie das auch so schön heißt. Ja. Wie gesagt, wer den Part aktiv verfolgt, darf gerne Hashtag vergessen in die Kommentare schreiben. So, eins, zwei, drei. Okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal an den höchsten Punkt hier. Oh, apropos höchster Punkt. Ein Silberstern war mies, das fällt mir gerade wieder ein. Boah. Ein Silberstern war echt mies. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau der war. Der war irgendwo hier. War der nicht sogar hier drüber? Nein? Hä? Wo war denn? Habe ich irgendwie eine falsche Erinnerung? Kann auch sein, ne? So, aber jetzt erstmal den Silberstern hier einsammeln. So, prima. Dann sehe ich, da drüben ist noch einer. So. Eins, zwei. Uah. Ich weiß, die Aufgabe ist jetzt nicht so spannend. Ja, egal. Es kann ja auch mal vorkommen. So, aber du gehst erstmal weg. Tschüss. Ach, einen Silberstern weiß ich noch. Genau. Kann ich den mit Rückwärtssalto erreichen? Nee, tatsächlich nicht. Ja, ich glaube, ich muss tatsächlich den Wasserpegel erhöhen. So ein bisschen, ne? Reicht es? Nee, ich glaube auch nicht, ne? Boah, der Silberstern ist mies. Ihr seht ihn. Ihr seht ihn ja gerade. Ich probiere es mal mit einem Rückwärtssalto von hier. Ah, nein. Kannst du vergessen. Kannst du knicken. Kannst du knicken. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wo der nächste Schalter ist, weil eins höher müssen wir auf jeden Fall noch machen. Eine Wasserstufe höher oder wie man das auch immer nennen will. Gibt es hier irgendwo einen Schalter? Ach, da drüben. Da drüben. Also gut. Dann hier Rückwärtssalto und dann sollten wir da hinkommen.
Ich hoffe, das reicht jetzt. Aber ich denke schon, oder? Bitte, liebes Spiel. Ha. Sollte klappen mit einem Sprung, ne? Ja, klappt. Zum Glück kann Luigi so hoch springen. Ja, und dann der letzte Stern ist wieder weiter oben. Puh, anstrengende Aufgabe. Naja, kann ja auch mal passieren. Eins, zwei, drei. Oh Leute, aber ich freue mich schon auf den nächsten Part, beziehungsweise auf die nächste Welt. Nämlich das Fliegenpilz-Fiasko. Oh, das war eine schöne Welt. Wow, du lässt mich bitte in Ruhe. Wow. So, hier schön langsam entlang laufen. Scheiße. Ich glaube, ich brauche sogar die Kanone, ne? Wo war denn der? Der ist hier irgendwo. Komme ich hier? Vielleicht. Ach, da! Wow, der ist gemein. Das müsst ihr zugeben, Leute. Der ist echt nicht, ja, leicht. So, und dann hier noch mit einem Rückwärtssalto rüber. Ach, zum Glück geht es mit Luigi einfach alles so geschickt. Luigi ist der beste Charakter in diesem Spiel. Von der Nützlichkeit her. Oder wie man das auch immer sagt. Ja. Leute, aber dann würde ich sagen, wer bis zum Schluss dran geblieben ist oder auch den Part aktiv verfolgt hat, darf das Wort in die Kommentare schreiben, das ich mehrmals genannt habe. Ansonsten würde ich mich auch über sonstige positive Bewertungen freuen. Und ja, im nächsten Part geht's hier ins Fliegenpilz-Fiasko. Ja, ansonsten danke ich aber auch schon wieder fürs Zuschauen und tschüss.